Das war noch Zeit. Ne? Lang ist her, würde ich sagen. Ja. Es kommt dann schon so ein bisschen so vor, wie damals war's. Früher. Früher war es besser. Ja. Also in dem Fall kann man das definitiv mal genau so sagen. Genau. Zur neuen Ausgabe von Keiner Woche schon. Nummer 169. Ja, an diesem, was haben wir denn heute eigentlich? Ich habe den Überblick verloren. Den 29. März. Den 29. März. Und wenn ich das an der Stelle mal sagen darf, auch ein sehr trauriger Tag heute. Heute läuft auch die letzte Lindenstraße. Ja, kommen wir aber später dazu. Mit was fangen wir denn an? Wir fangen doch, glaube ich, einfach mal mit Zahlen an. Oh, mach mal. Also Coronavirus immer noch im vollen Gange. Wir haben jetzt eine Woche lang diese Ausgangssperre. Nee, Ausgangssperre ist es ja nicht. Kontaktsperre. Armut. Kontakt, weiß ich nicht, wie man das nennen soll. Aber Armut. Ja. Also wir haben jetzt in Deutschland 53.600 Betroffene, Infizierte. Wir sind bei 399 Toten. Wir sind aber auch schon bei 12.200 Geheilten. Das muss man dazu mal sagen. Auch drei in Oberhavel. Und wir sind gesamt bei ungefähr 615.000 weltweit. Wir sind insgesamt bei 28.300 Toten. Und wir sind aber insgesamt auch bei 143.000 Geheilten. Und das Ganze hat sich in 202 Staaten schon ausgebreitet. Es gibt eine Internetseite oder eine YouTube-Seite, wo quasi live das immer gestreamt wird, die Ergebnisse. Ich meine, das sind so ein bisschen. Eigentlich ist es so ein bisschen komisch, dass man sich sowas anguckt, aber interessant ist es doch, wie sich das so entwickelt und wie sich das vor allen Dingen in den einzelnen Ländern entwickelt. Es ist die Seite Coronavirus Pandemie Real-Time Counter. Krass, ehrlich. Ja. Wo also, kriegt denn seine Daten denn her? Die Daten sammeln die wohl aus allen Orten irgendwie zusammen. Also da sitzen wahrscheinlich extrem viele Leute in allen Ländern, die diese Daten überall her zusammensammeln, wo sie die herbekommen. Und es gibt so ein paar interessante Fakten, die man da so rauslesen kann. Also die USA ist ja jetzt das Land mit den meisten Betroffenen. Ja. Die sind schon bei über 100.000. Italien ist das Land mit den meisten Toten. Die haben 87.000 Betroffene und 9.200 Tote allein in Italien. Das ist deshalb so interessant, weil man natürlich sieht, in Deutschland, wir sind zwar relativ weit oben in der Statistik, aber Corona-Befallen, aber mit der Sterberate sind wir relativ niedrig. Genau. Und noch eine interessante Zahl, in China sind 81.400 Betroffene, aber auch schon 75.000 Geheilte. Was ja dazu führt, dass sie in Wuhan jetzt so langsam die Normalität wieder zurückkehren lässt. Ja. Und auch die Zahlen von hier, also von wo wir hier senden, 76 Betroffene in Oberhavel, davon sind 65 zu Hause, 6 im Krankenhaus, einer ist gestorben und 4 sind geheilt. Und die meisten Betroffenen gibt es in der Zeit in Hennigsdorf mit 17 und Oranienburg. Wir hier haben 11. Kremmen, Gransee und Fürstenfeldbruck sind noch nicht betroffen. Ist ja schon mal gut. Hast du denn mitbekommen, weil wir gerade dabei sind, bei den Betroffenen? Till Lindemann von Rammstein. Der ist jetzt auch auf der Intensivstation in Berlin eingeliefert worden mit Corona. Ach, ja. Ich dachte, es wurde dementiert. Nee, ich habe gelesen, ich habe das auf mehreren Stellen gelesen, dass der wirklich jetzt im Krankenhaus. Also ich habe gehört, dass Rammstein das dementiert hat. Also das habe ich nicht gelesen. Ich habe jetzt ein paar Mal öfter jetzt schon gelesen, aber dass es dementiert wurde, habe ich das nicht gesehen. Das wäre natürlich krass. Also was mich so ein bisschen stört, ist ja diese Verwirrung. Ich fand es ja gut, letzte Woche Sonntag gab es ja wieder dieses Statement von Angela Merkel, wo dann gesagt worden ist, wie denn jetzt das alles durchgeführt wird. Aber nein, dann gibt es wieder einige Länder, die es dann anders machen und dann noch härtere Sachen. Und wo ich dann denke, wer soll denn da jetzt aber durchsehen? Genauso geht es im Gegenteil. Guck dir Niederlande an, guck dir auch die... Nee, ich meine aber innerhalb Deutschlands, so, die Bundesländer. Ja. Also in Bayern zum Beispiel gibt's ja die Ausgangssperre, mehr oder weniger. Im Saarland genauso. Ja. Aber dafür gibt es ja die in anderswo nicht. Da gibt es ja die Kontaktverbot. Ja. Von mehr als 2 Leuten, um genauer gesagt zu werden. Aber wie gesagt, in anderen Ländern ist das schon mehr krass. In Schweden, da ist das blühende Leben da. Die haben ja die Thematik, dass sie dir auf Herdenimmunität setzen. Das heißt, dass wenn die ganz viele sozusagen betroffen sind, die sich dann selber sozusagen heilen, dass dann die Immunität dann sozusagen vermehrt wird. Schweden hat, wie gesagt, haben sie auch angekündigt, ja, machen wir. Offiziell machen sie, dürfen sie, aber die verbieten halt nichts. Hm. Da sind die Skigebiete voll, da sind die Cafés voll. Die haben da ein blühendes Leben. Versucht ja gerade auch in Niederlande, beziehungsweise die Engländer haben es versucht, bei denen sind ja
krachenden Diosian. Ja. Da ist ja jetzt, wird ja auch hart durchgegriffen. Selbst ihr Onkel Boris ist ja jetzt mit Corona positiv getestet worden. Ja, wird doch noch spannend werden. Wird ja eh nicht. Ich meine, die Schweden haben vielleicht den Vorteil, dass es ja so ein langgezogenes Land ist und die da alle nicht so aufeinander hocken. Aber trotzdem ist es alles ein bisschen merkwürdig. Ja. Was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, es gab ja Sonntag dieses Statement von Merkel und zufälligerweise danach hat sie erfahren, dass sie ja Kontakt hatte mit einem Arzt, der Corona-positiv ist und dass sie danach in Quarantäne gegangen ist. Ja. Ja, für die nächsten zwei Wochen. Aber die ersten Tests waren ja alle negativ, das ist ja schon mal. Der größte Kracher an der Sache war, und es hat auch niemand jemals berichtigt, also der größte Kracher war tatsächlich, ich habe Bericht aus Berlin gesehen, also eine dermaßen journalistische Fehlleistung habe ich wirklich selten erlebt. Also erstens im Bericht aus Berlin haben sie, also es gab ja dieses Statement von Merkel, wo sie aufgezählt hat, diese 9 Punkte, die jetzt gelten, und bei einem Punkt hat sie sich versprochen. Was den Bericht aus Berlin nicht darin hinderte, diesen falschen Punkt auszustrahlen, ihre Berichtigung danach nicht. Und ganz am Ende plauderte Tina Hassel so, ach ja, Breaking News, Angela Merkel hat wohl Corona und muss jetzt in Quarantäne. Und ich so dachte, wie, Moment mal, das hat sie jetzt zufällig... Ja, dann kam aber relativ bald raus, nein, sie hat nicht Corona, sondern nur... Kontakt gehabt mit jemandem, der Corona hat und jetzt muss sie halt in Quarantäne. Das. Also so eine Falschmeldung zu verbreiten, das geht gar nicht. Und sich auch noch nicht mal danach berichtigen. Ja. Ja, ist wohl wahr. Wie schätzt du gerade die Situation der Krankenschwestern und der Krankenpfleger, Ärzte und sonstiges ein? Schwierig. 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 Also ich kann immer nur sagen, Hut ab. Das sind ja nur wirklich die Leute, also die Kassiererin, ja, und alle, die so jetzt für uns arbeiten, die sind auch im Brennpunkt. Aber so richtig im Brennpunkt sind ja diejenigen, die wirklich permanent mit kranken Leuten zu tun haben. Ja. Und da habe ich am Montag einen ganz, ganz, ganz krassen Post gelesen von einer Krankenschwester, die heißt Nina Magdalena Böhmer. Hast du von der gehört? Nein. Ich möchte ihn hier mal vorlesen. Vielleicht blendest du ihn auch ein. Ja, ich blende noch einen. Das habe ich mir so abfotografiert. Fassen wir mal zusammen. Erst sollen wir als Mundschutz und Schutzkittel für mehrere Personen benutzen. Wir sollen weiterhin arbeiten, wenn wir Kontakt zu einem Corona-Covid-19-Patienten hatten. Dann werden Personaluntergrenzen ausgesetzt, für die lang gekämpft wurde. Das heißt, scheißegal, es könnten alle Pflegekräfte 50 Patienten, es kann eine Pflegekraft 50 Patienten betreuen. Dann sagt Herr Spahn, es geht gar nicht um die Bezahlung in den Beruf, es geht nur wichtig, den Job attraktiver zu machen. Und jetzt müssen wir nicht mehr in Quarantäne nach Kontakt. Wir können schon früher zur Arbeit gerufen werden, sagt der AKI. Diejenigen, die hier empfehlen, dass am besten alle zu Hause bleiben, sollen wegen dem gefährlichen Virus. Schämt euch, diejenigen, die das AKI hoch in den Himmel heben. In einem Beruf, der jahrelang unterbezahlt ist, wo alle am Limit arbeiten, sollen jetzt die Helden sein und werden so behandelt? Eigentlich sollten genau jetzt alle Pflegekräfte ihren Job kündigen. Ich bin richtig traurig, doll traurig und enttäuscht. Ich fühle mich verarscht und kann es nicht fassen. Ich bin ernsthaft sprachlos. Vielleicht kann ihr mal jetzt meinen Post verstehen. Ich bin sauer. Und euer Klatschen könnt ihr euch sonst wo, ehrlich gesagt, stecken. Tut mir leid, es so zu sagen. Aber wenn ihr helfen wollt oder zeigen wollt, wie viel wir wert sind, dann helft uns, für bessere Bedingungen zu kämpfen. Das ist schon krass, oder? Ja. Das hat sie am Montag gepostet und ich habe es auch wirklich nur weitergetragen bekommen durch Krankenschwestern, mit denen ich bei Facebook Kontakt bin, und die sehen es ähnlich. Ja, da ist ja auch was dran. Also ich meine, ja, schön, ist eine schöne, nette Aktion mit dem Geklatsche. Aber letztlich habe ich auch so den Eindruck, ja, es ist doch nur so ein Event. Natürlich ist es. Es ist jetzt irgendwie so cool und ja, man, selbst im Bundestag erstmal, schön erstmal. Ja, also. Ach, aber wir so brauchen und dann zu sagen, ja, soll ich einen Beruf attraktiver machen? Wie macht man denn so einen Beruf attraktiver? Erstens durch eine gute Bezahlung, bessere Schichten, beste Bedingungen. Und genau das fehlt da gerade, oder auch in der Vergangenheit hat sie daran ganz, ganz ganz doll gehapert. Und die Krankenkassen hatten ja jahrelang ja auch ein großes Plus gehabt, weil natürlich jetzt auch überhaupt diese Frage sind. Wie wir mit unserem Gesundheitswesen erfahren, nach der Corona-Krise ist dann ja auch ein ganz neues Blatt geschrieben. Fängt ja wie alles bei Null an. Täuscht mich eigentlich der Eindruck, dass mehr Verkehr ist hier vor der Tür? Nein. Also vorhin ist übrigens ein Trecker vorbeigefahren, falls ihr uns kurzzeitig nicht verstanden habt.
man muss auch mal sagen, wir dürfen diese Sendung noch aufzeichnen, so wie wir das jetzt machen, weil ja immer noch zwei Leute zusammen stehen oder in einer Gruppe, eine Gruppe bilden dürfen. Es ist ja so, dass dass das hier ein Wohnhaus ist und wir stehen jetzt hier draußen. Ich darf quasi das Wohnhaus nicht betreten. Weil ich nicht zur Familie gehöre. Genau, ja, auch aber, praktisch nicht. Ja. Aber man kann halt mit so zwei Leuten ja noch zusammen sein. Genau. Und außerdem haben wahrscheinlich müssten wir ein bisschen noch weiter auseinander stehen, aber es ist luftig. Es ist sicher alles hier. Sehr luftig. Und ich bin. Ich würde gerne mal ein Bier probieren, wenn es noch genehm ist. Oder hast du noch mal gerade noch ganz. Ach, weißt du, spiel doch mal kurz was, damit wir jetzt so ein bisschen. Routine haben, ja? So ein bisschen Routine haben. Oldschool haben. Bevor wir die nächsten depressiven. Es ist auch irgendwie hier drin heute windiger als letzte Woche. Nee. Doch. Ich fand bis vor, weil wir angefangen haben, die sehr windstill. Ja, jetzt aber nicht mehr. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du hier noch nicht irgendwo. Corona, Corona. Oh Gott, oh Gott. Aber das ist ja jetzt krass, weil es gibt ja so eine richtige Welle jetzt von Musikern, die jetzt Corona-Songs machen oder Anti-Corona-Songs. Ich sag mal, mehr oder weniger gute Corona-Songs. Der Giesinger hat ja jetzt irgendwie was gemacht, und jetzt gibt es ja einen Song von den Ärzten. Ja. Ja. Das Video finde ich cool. Ist wirklich gut. Wobei man mal endlich mal sieht, wie alt die Ärzte geworden sind. Oh ja! Genau das dachte ich auch. Ich dachte so, mein Gott, sind die alt geworden. Also nicht Rott. Ja, genau. Der ist ein bisschen puffliger geworden. Ja. Aber gerade Farin Urlaub fand ich ja so unglaublich alt, so grau-mäßig. Und naja, Bela B. war so ein bisschen, so schon ein bisschen durch seine Vorgeschichte etwas künstlich gealtert. Ja. Aber man sieht den beiden das ganz schön anders. Aber das Lied ist so, ja. Also meine Top-Songs zum Coronavirus sind Drinnen bleiben wir von Lampe. wirklich ein ganz netter Song. Dann Nudeln und Klopapier von der Antilopengang von Danger Dan. Und Sebel zusammenstehen. Und das finde ich so drei ganz gute Songs, die man sich da auch echt anhören kann. Und es gibt Corona-Shows. Ja. Mehr oder weniger erfolgreich. Ich sag mal, weniger erfolgreich, bis abgesetzt. Gar nicht funktioniert. Ja, die Corona-WG mit Pocher, Gottschalk und Jauch ist schon wieder abgesetzt. Ja, ne, gab es ja irgendwie auch hier in der Fosterstraße irgendwie sowas, da war ja auch eine ganz tolle Luftpumpe. Wobei ich das jetzt nicht ganz so schlecht fand. Also was ich richtig übel fand, war diese die Comedy-Konferenz. Also, auf Sat.1 am Donnerstagabend. Vor allen Dingen, ich habe so die erste Stunde gesehen, habe dann weggeschaltet, weil ich so echt gelangweilt war. Und dann habe ich kurz nach Mitternacht nochmal auf Sat.1 geschaltet, da lief das immer noch. Und ich dachte, wir haben jetzt die Wiederholung einfach wieder von vorne angefangen. Es war immer noch live. Und der Gipfel war Freitagabend, vorgestern, lief auf Pro7 irgendwie das, weiß ich nicht, Festival. Das lief bis 2 Uhr nachts. Wer guckt denn sowas? Ja, nicht viele, wie sich ja zeigt. Und man muss auch sagen, also ich sag mal, so eine halbe Stunde kann ich mir sowas angucken. Ich konnte mir eigentlich auch die Comedy, die Quarantäne-WG ganz gut angucken, obwohl ich der Meinung bin, dass Gottschalk und Jauch sich da so ein bisschen zurückgelehnt haben und sich da so hingesetzt haben. Und ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich jetzt hier machen soll. Aber das Problem ist tatsächlich, dass die Leitungen und auch die Technik, die zu Hause haben, ja wirklich unglaublich, also erstaunlich schlecht sind. Ja, du, wir sind hier nicht im digitalisierten Westen. Naja, aber zum Beispiel, was ich ganz nett finde, ist immer noch diese Show von Luke allein zu Hause. Die machen es ja im Studio dann doch. Und dadurch ist dann so ein bisschen Qualität dann auch mit drin. Und auch, was sie so machen, ist eigentlich ganz nett. Aber die sind natürlich quotenmäßig jetzt auch unter die Räder schon gekommen. Ja, jetzt komme ich endlich mal zu meinem Bier hier. Ja. Ich habe mitgebracht. Pyrasa 6 Korn. Pyrasa. Kennst du das? Ne, ich sehe das ja da oben. Pyrasa 6 Korn, Bierspezialität. Ja, dann. Mal. Ist das sauber? Ja, das ist nagelneu sauber. Hast du letzte Woche übrigens draus getrunken. Es sieht jetzt so sauber nicht aus. Also wurde abgewaschen. Ja, das wird. Sieht sehr dunkel aus. Auch der Schaum. Ja, es ist ein Sechskorn. Also das ist nicht wie ein normales Bier mit einem. Braumeister Helmut ist stolz auf seine Rarität.
Ja, siehst du. Ein Meisterwerk der Melz- und Braukunst mit einzigartigen, leicht fruchtigen Geschmack. Naturtrüb, rötlich schimmernd. Perlt es ins Glas. Ja, siehst du. Mit Brauwasser, Dinkel, Gersten, Weizen, Roggen, Hafer und Emmermalz. Hopfen, Hefe und Röstmalzbier. Was ist denn Emmermalz? Aus Talmessing übrigens. Also, das ist ja schon mal also ein schöner, fester. Achso, ein kleines Dorf im Frankenland ist durch sein gutes Bier bekannt. Also sieht nicht so pissig aus. Ja, du meinst es ja nicht. Ja, das ist. Also bei mir sieht es ein bisschen dunkler aus, aber hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Also so viele, man soll nicht viele Köche verderben den Brei und hier ist es dem noch den ganzen Malzsorten. Und das Komische ist, der Nachgeschmack, der kommt erst so nach 10 Sekunden. Ja. Also man trinkt es so, denkt erstmal, da passiert ja gar nichts. Ja. Und dann kommt irgendwann der Knall. Und das hast vor allem noch so einer Wiener. Aber ich bin immer noch froh, etwas zu schmecken, möchte ich an der Stelle mal sagen. Hat aber auch weniger Alkohol drin, 4,6 nur, also weniger als ein Pilz. Aber es muss auch, also, sanfter als ein ja, Pilz. Ja, ich muss auch sagen, also so schlecht schmeckt es mir jetzt nicht. Andererseits... Ich glaube, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wenn du davon mehr getrunken hast, dann würde dir doch mehr zusagen. Na, ich finde, es schmeckt gar nicht wie ein Bier. Es schmeckt gar nicht, also man schmeckt so dieses Alkoholzeug gar nicht raus. Das stimmt, ja. Also das ist was, was ich auch so eigentlich wegzufüllen könnte. Aber ich finde es gut. Also im Nachhinein, ja, finde ich gut. Und vor allem die schöne Blume dazu, finde ich großartig. Ich bin ja im Homeoffice. Ja. Seit... Ja, schon seit letzter Woche eigentlich schon. Und auch diese Woche noch konsequenter. Ich habe diese Woche tatsächlich keinen außerhalb Termin gehabt. Alles per Telefon und so weiter. Und einmal am Tag muss man dann aber irgendwie dann doch mal raus. Und also ich habe mir dann tatsächlich angewöhnt, einmal am Tag rauszugehen und auch zu überlegen, na, was brauche ich eigentlich heute? Und ich, wenn es nicht allzu viel ist, dann gehe ich tatsächlich auch nicht in den Supermarkt. Also denke, naja, die haben es ja jetzt eigentlich nicht nötig. Die sind ja sowieso überrannt. Nein, ich war beim Bäcker jetzt jeden Tag. Nein, nicht jeden Tag, aber mehrmals beim Bäcker und beim Fleischer. Und habe mir da halt meine Back- und Wurst- und Fleischwaren geholt. Also oldschool. Ja. Richtig oldschool. Sehr schön. Ja. Kann man nur positiv bewerten. Und das ist natürlich traurig, wenn man so sieht, so eine Kleinstadt wie Oranienburg. Viele, fast alle Geschäfte geschlossen. Und das sieht dann so aus.
ist aber nur in Oranienburg so. Wie gesagt, ich arbeite dann in Berlin, Frohnau. Und es ist ja, also man sieht ja auch so, es ist ja noch Verkehr auf der Straße. Ne? Aber da in Berlin hast du Frohnau, hast du das Blühenleben, trotz der geschlossenen Geschäfte. Es sind zwar noch jetzt Apotheken noch auf und auch die Gastronomie hat ja auch mit nur Brot- und Bringerdiensten. Aber da ist total Leben noch. Was machen die Leute? Umlaufen. Vor allem viel Spaziergehen in Zweiergruppchen. Na gut. Wenn sie jetzt nicht aufeinandertreffen. Ja, also es ist sehr zu sehen. Also die Dönerbuden haben da in Berlin offen. Also es ist da schon Leben da. Ja, die Dönerbuden haben ja auch. Ja. Bei mir die Dönerbude hat auch geöffnet. Nur hol und bringe Dienste. Also sitzen kannst du da nicht mehr. Genau. Nicht geschlossen hatte in dieser Woche ein Friseur in Hennigsdorf. Der hat den letzten Schuss nicht gehört. Könnte man so sagen. Hat er gesagt. Er war der Meinung, er ist ja systemrelevant. Ja, hat er den. Und deswegen hat er weiter geöffnet. Und also entweder, ich weiß nicht genau, ob er einfach das nicht mitgekriegt hat, was die Merkel letzten Sonntag gesagt hat. Oder ob er das nicht auf sich gemünzt hat. Aber ich meine, es wurde ja eindeutig gesagt, auch Friseure und so weiter geschlossen. Jedenfalls musste das Ordnungsamt kommen und die Polizei kommen, um ihm mal zu sagen, jetzt ist hier mal Schluss. Also die Dame, die unter der Haube war, musste erstmal so rausführen. Ist nicht überliefert. Ist nicht überliefert. Und also das Irritierendste war, dass dieser Friseur sich ja auch in einer Facebook-Gruppe geäußert hat. Und er schrieb dann so, naja, natürlich, wir sind ja systemrelevant. Und was ist denn in 6 Wochen? Da sind ja eure Haare alle verfilzt und so weiter. Also kleiner Tipp. Haare waschen, kann man sie auch zu Hause. Also wirklich mal. Ja, also, das geht ja noch. Gerade wenn man keine Haare mehr hat. Ja. Ja, das ist schon eine gravierende Umstellung. Was habe ich denn noch so zu stehen? Ja, das war die ganz krass fand. Jetzt ist natürlich durch den Rückgang des Hamsterns sind ja auch ganz, ganz, ganz viele Tafeln betroffen. Mittlerweile in Deutschland sind ja an die 400 Tafeln mittlerweile geschlossen. Und die wirklich an das Rauchen kriegt es jetzt gerade nicht, weil alle möglichen Leute das weghamstern. Für den Müll wahrscheinlich. Ja, nein, nicht für den Müll. Toilettenpapier kannst du ja immer benutzen, aber andere Sachen sind dann irgendwann verfallen und die fahren dann wirklich in den Müll. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Ich glaube, der Klopapierabsatz ist um 700% gestiegen. Krass, ja. Ey, was macht ihr damit alle, ey? Ja, da habt ihr neue schöne Ideen gesehen. Da haben die irgendwie ein Hochzeitskleid aus Toilettenpapier irgendwie gezaubert. Weißt du, aber das ist schon krass. Da gibt es jetzt in Berlin ist auch eine tolle Sache. Da gibt es dann den Gabenzaun. Und das fand ich eine tolle Idee. Dass dann einfach die Leute an den Zaun, wissen nicht, ob es ein paar Punkte in Berlin, da kannst du sozusagen das, was du nicht brauchst oder übrig hast, an Lebensmitteln. Achtung! Noch nie passiert. Ich gieße mir nach. Erzähl weiter. Und da kann man dann sozusagen seine Gaben sozusagen an den Zaun hängen, hinstellen für Leute, die Obdach, gerade für Obdachlose, die dann nichts haben. Finde eine gute Sache. Aber ich will nicht unken, aber das Interessante daran finde ich, dass es noch nicht verboten worden ist. Ja. Weil es ist ja immer, also mich wundert, dass diese Angst gar nicht besteht, dass man da ja eine Giftspritze reinschieben kann oder. Also das mag jetzt irgendwie ein bisschen zynisch oder weiß ich nicht was klingen, aber ich wage zu bezweifeln, ob das unter normalen Umständen so erlaubt wäre oder geduldet. Ja, geduldet. Ja, ist nur eine Frage. Aber es gibt ja mittlerweile auch Tafeln, die liefern jetzt direkt nach Hause. Wobei ich nicht weiß, woher die denn die ganzen Adressen haben, wo sie denn liefern sollen. Wer sieht denn dieses Zettel bürokratisch? Ja, ich glaube, die lassen sich, glaube ich, registrieren. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung, wissen nicht. Gerne in die Kommentare. Normalerweise kommst du da hin und sagst, ich bin bedürftig, ich brauche das, das und das und das. Und dann nicht, dann jetzt bringst du jetzt einzelne Tafeln, die da kriegst du richtig, haben sie gezeigt, durch in irgendeinem dritten Programm, dass sie auch teilweise nach Hause liefern schon. Hm. Wie ist das eigentlich, wenn man denkt, man hat Corona, man hat das Coronavirus? Wo muss man hin? Wie läuft das ab? Wie geht dieser Test vonstatten? Darüber habe ich mich mit einer guten Freundin unterhalten und das haben wir schon vorher aufgezeichnet und ich finde das eigentlich ganz spannend und das gucken wir uns jetzt mal an, dieses Interview.
Ja, Corona-Tests, das beschäftigt uns ja jetzt alle. Wie geht das überhaupt? Wie verläuft das? Wo wendet man sich hin? Und ich habe jetzt hier die Susi. Die kennt ihr vielleicht sogar von einem R-Test. Da hat sie mal mitgemacht und wir sind sehr gute Freunde. Und sie hat einen Corona-Test gemacht. Herzlich willkommen in Keine Wochenshow. Hallo. Du hast also einen Corona-Test gemacht. Wann war das und warum hast du den gemacht? Den habe ich am Montag gemacht und zwar lag das daran, weil ich hatte schon übers Wochenende solche Symptome, die eigentlich eher so, sag ich mal, grippeähnlich waren, also die typischen mit Hustenreiz und Fieber hatte ich nicht, aber Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schlappsein, sogar Durchfall. Und dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen am Montag, weil ich habe vorher angerufen. Es hieß, ich solle trotzdem vorbeikommen und ich habe keine telefonische Krankschreibung bekommen, wie man das heutzutage in den Medien immer erfährt. Nein, ich sollte direkt vorbeikommen. Das habe ich auch getan und habe dort dann von dem zuständigen Arzt, der hatte mich untersucht und hat dann gesagt, ich soll auf jeden Fall eine Corona-Teststelle aufsuchen, weil ich gewisse Symptome habe. Dann habe ich aber entgegnet, ich erfülle doch gar nicht die Kriterien, weil ich habe kein Fieber, ich komme nicht aus dem Risikogebiet. Und dann hat er gesagt, viele Verläufe sind gar nicht mit Fieber und seiner Meinung nach gehört Deutschland ja auch schon zu einem Risikogebiet und man versucht flächendeckender zu untersuchen und gab mir dann noch eine Liste mit verschiedenen Krankenhäusern und Teststellen mit auf den Weg und ohne Überweisung, die habe ich in dem Fall nicht gebraucht, darüber herrschen wohl auch unterschiedliche Meinungen, bin ich dann losgezogen. In welcher Stimmung warst du? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht gut gefühlt. Mir war klar, dass ich krank geschrieben werde, aber ich habe irgendwie nicht damit gerechnet oder ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich dann zum Test geschickt werde, da ich eben davon ausging, es gibt gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, die ich nicht erfülle. Ja, die eben genannten. Und dann war ich dann doch etwas durcheinander, habe natürlich dann auf dem Weg zur Teststelle erstmal auf der Arbeit angerufen, das geklärt und so weiter und so fort und habe mich entschieden, weil das für mich auch, sag ich mal, wohnungsmäßig in der Nähe lag, zum Westend-Krankenhaus zu fahren, zum DRK. Das war so kurz vor 11 Uhr und stand dann dort schon verschlossener Tür mit einem Riesenschild. Die öffnen dort ja ab 9 und da stand schon da, wir haben heute schon geschlossen, kommen Sie morgen wieder, wir machen am Tag nur 50 Tests. Das ist ja entzückend. Okay. Ja, da war ich dann auch etwas, not amused. Hab dann auch überlegt, was mache ich jetzt? Ich stand ja dann in der Nähe der Ringbahn und dachte, fahre ich jetzt weiter ins Virchow? Das war so die nächste Anlaufstelle, die mir vorschwebte. Aber dachte auch, bevor ich da das gleiche Szenario erleben sollte, rufe ich doch erstmal bei dieser Corona-Hotline an. Es hat ewig gedauert, bis ich dort mal durchkam. Und die haben mich dann weiter verbunden an das Gesundheitsamt Charlottenburg. Dort wurde mir gesagt, ich solle erstmal nach Hause gehen und telefonisch einen Termin vereinbaren mit den Krankenhäusern, um dort einen Test zu machen. Das wäre möglich, wurde mir gesagt. Es gab dann aber auch noch die Nummer vom Virchow. Ich habe dann beim Virchow bzw. bei der Zentrale der Charité angerufen. Die haben mir dann wiederum versichert, es gibt keine Terminvereinbarungen für die Tests. Also wie gesagt, die eine Hand weiß irgendwie nicht, was die andere tut. Ich solle doch vorbeikommen. Angeblich gibt es genug Tests dort. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht, war dann auch dort. Das war dann so gegen, 11:30 Uhr. Immer noch an diesem Montag. Und dort habe ich dann knappe 7 Stunden gewartet, bis ich dann tatsächlich dran kam, getestet zu werden. Ja, das. Und gibt's da dann einen speziellen Raum oder wo hält man sich dann 7 Stunden lang auf? Also der Testraum selbst ist einem der Gebäude auf dem Virchow-Gelände und die Patienten, die getestet werden möchten,
befinden sich entweder in zwei aufgestellten Zeltpavillons, also mit richtiger Tür und Plastikstühlen darin, in der man angeblich in, sag ich mal, im angemessenen Abstand sitzen soll, was aber dann gegen Ende des Tages natürlich nicht mehr so gut möglich war, weil die Sonne nicht mehr schien und es dann auch entsprechend kälter war. Ich muss gestehen, ich habe den Raum nicht aufgesucht, weil mir das dann doch etwas zu risikoreich war. Da gab es ja Leute, die hingen ähnlich da wie ich und haben rumgekeucht. Und, wie viele Leute waren da so ungefähr? Also ich kann nur sagen, dass als ich ankam, man musste eine Nummer ziehen, ungefähr nach so einer Viertelstunde wurde die Zahl 300 aufgerufen und ich war die Zahl 366. Okay. Und das hat genau. dann letztendlich das, 7 Stunden gedauert, bis du dann genau. reingekommen bist. Genau. Ich habe mich dann im Freien aufgehalten. Mir wurde auch berichtet, dass es in den Zelten zerstickig war. Am Anfang ging das auch noch, weil die Sonne schien, wie gesagt. Aber gegen Ende war es dann schon etwas kühl und ich war dann auch ziemlich durchgefroren, als ich zu Hause war. Ich hatte ja auch, wie gesagt, mir ging es ja auch nicht gut. Ich hatte auch zwischendurch nach einer Paracetamol gefragt bei dem Pflegepersonal. Die hatten aber leider nichts da, was sie mir geben konnten. Und ja, es gab zwar auch ein paar Patienten, die sahen da ganz fröhlich aus. Warum die da waren, wusste ich nicht. Ob die eher so Kontaktpersonen waren oder ob die aus, einfach nur, weil sie nichts Besseres zu tun hatten. Wie läuft dann so ein Test konkret ab? Was machen die dann? Also erstmal ist es so, wenn man kommt, es gibt dort eigentlich auch eine App, die man vorher, also oder im Laufe der Wartezeit ausfüllen sollte, also gewisse Fragen beantworten, die dann mittels QR-Code übermittelt werden, dass dann die Prozedur schneller vonstatten geht. Leider funktioniert diese App nicht bei allen, hat bei mir auch nicht funktioniert, deswegen werden die Fragen dann auch nochmal gestellt, wenn man dann endlich dran ist. Ja. Ob mit oder ohne App, egal, also sie werden immer nochmal gestellt. Ich befürchte ja. Also ich bin dreimal gefragt worden, wer mich geschickt hatte, ob ich aus eigenen Stücken gekommen bin und so weiter und so fort und welche Symptome ich habe. Wenn man dann endlich so weit vorgedrungen ist, dann wird man natürlich erst von einem Arzt befragt, der eben diese Frage nochmal stellt, die App stellen sollte, eben nach Symptomen, ob man im Ausland war, ob man Kontakt hatte, Vorerkrankungen, wie viele Personen leben im Haushalt und so weiter und so fort. Dann wird man da wieder rausgeschickt. Also dieses Gespräch findet auch in zwei Räumlichkeiten statt, mit einer Glasscheibe dazwischen, ähnlich wie jetzt bei einem Bankschalter so ungefähr. Und dann muss man wieder nach draußen und wird von einem weiteren Arzt aufgerufen, der dann wirklich den eigentlichen Abstrich im Rachenbereich und. Und wie funktioniert das? Also gehen die dann mit so einem Wattestick irgendwo da ran? Genau, oder? Genau. Also die haben praktisch schon ein steriles Röhrchen, in dem so ein Wattestick drinsteckt, eigentlich wie so ein großes Wattestäbchen. Und damit fahren sie relativ weit in den Rachen rein und dann auch nochmal in die Nase ziemlich weit hoch. Das müssen sie auch, um das alles irgendwie zu erwischen sozusagen. Und dann kriegt man noch gesagt, dass man ab diesem Zeitpunkt jetzt in Quarantäne ist, so lange, bis das Testergebnis vorliegt. Wenn es dann negativ ist, ist die Quarantäne natürlich aufgehoben, beim positiven Ergebnis natürlich nicht. Wie lange hat es dann gedauert, bis das Ergebnis kam? Also, das Ergebnis kam gestern, also Donnerstagnachmittag und es war negativ zum Glück und normalerweise der Test an sich, das ist ja eigentlich eine PCR-Diagnostik, ich kenne das aus Berufsgründen auch, also das geht eigentlich innerhalb von 1 bis 2 Tagen, der Test an sich dauert auch nur wenige Stunden, aber aufgrund des hohen Aufkommens Testaufkommens haben die eben auch gesagt, es wird so bis zu 3 bis 4 Tagen dauern. Hm. Ja, und so war es auch. Ja. Jetzt bist du ja negativ, aber dennoch müssen wir ja alle zu Hause bleiben, so umfassend es geht. Wie verbringst du jetzt so deine Tage? Naja, da ich mich ja trotzdem immer noch angeschlagen fühle und immer noch nicht so fit bin, bin ich weiterhin eigentlich auch zu Hause. Und ja, ich lese, ich ruhe mich aus, ich sage immer, ich schaue das Netflix leer. Das sind so die Versuche, ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt zu halten, mit
Video anrufen sozusagen, aber versuche halt wieder fit zu werden, dass ich es vielleicht irgendwie schaffe, ab nächste Woche dann wieder arbeiten zu gehen. Und zuvor noch Interviews mit der besten Internetshow der Welt. Und da darfst du nicht lachen. Nee, ich lach nur vor Freude. Ich danke dir ganz herzlich und drücke dir die Daumen, dass das alles, oder drück uns allen ja eigentlich die Daumen, dass wir da heil wieder rauskommen aus der ganzen Sache. Susi, ich danke dir. Dank und bleibt bitte alle gesund. Danke. Tschüss. Tschüss. Sehr gut. Ja, wenn ich das alles so höre, muss ich sagen, ich habe schon deshalb keine Lust, den Coronavirus zu bekommen, weil ich mir diese ganze Scheiße nicht antun will, mich da irgendwo hinzustellen, stundenlang und auf irgendeinen Test zu warten, ja. Ja, mittlerweile ist ja auch so. Ja, du stehst ja dann wie so ein Hans-Dampf in einen Gassen und musst ja da warten, und dann stehen da nochmal drei Hansels, dann nochmal drei Hansels. Und ich glaube, deshalb ist die Dunkelziffer garantiert extrem hoch, ja, weil die Leute auf diesen Mist keine, wirklich warten, ob es denn jetzt milde verläuft. Und ja, wenn du mit der Glaube, die gehen erst dann wirklich hin, wenn sie erste Anzeichen haben. Also sonst, nee, auch ich glaube auch, die gehen auch erst hin, wenn es wirklich kritisch wird. Ja. Weil ich meine, wenn man jetzt ein bisschen Husten hat und vielleicht 38 Fieber, ist das ja alles noch nicht so dramatisch. Ja, bei 38, okay, wenn 38,6 schon gegeben, ja, dann sollte man dann schon in die Richtung dahin. Ja, aber ich habe zum Beispiel mit einer betroffenen Familie gesprochen. Das erste Mal in Oberhavel, dass da wirklich jemand mit mir dann geredet hat. Die hat zum Beispiel gesagt, also seine Frau ist betroffen, in Bernklau war das. Und die hatte zum Beispiel kein Fieber. Mhm. Die hatte kein Fieber in der ganzen Zeit, also hatte teilweise sogar unter 36 Grad. Und wie hat sie denn sozusagen... Sie wurde angesteckt, weil sie in einem Kaufhaus in Berlin arbeitet und dieses Kaufhaus sie informiert hat, dass sie Kontakt mit jemandem hatte, der das Coronavirus hat. Und daraufhin wurde sie dann irgendwie ein paar Tage danach getestet und auch positiv getestet. Mhm. Und jetzt ist sie jetzt mal in Quarantäne. Es war ein milder Verlauf, die Quarantäne ist fast schon wieder durch. Also sie ist schon wieder, das ist eigentlich fast schon wieder erledigt. Was passiert denn, wenn die Quarantäne, also jetzt bei dem Fall jetzt, was passiert, wenn die 14 Tage Quarantäne vorbei sind? Dann kannst du nochmal wieder lostegern und machen und tun. Also es war am Anfang so, dass man dann nochmal getestet wird. Das hat das Robert-Koch-Institut jetzt verworfen, weil halt auch so viele getestet werden. Und es ist wohl so, wenn du 2 Tage lang symptomfrei warst, also nach deiner Krankheit, dann... Nach der Quarantäne? Nee. Ja, wenn du da nur... Wenn du das Virus getestet hast und eigentlich ja kein Verlauf erkennbar ist, also wenn du ja keine... Na, dann kann man davon ausgehen, dass nach 2 Wochen alles wieder gut ist. Ja. Ja. Und wenn du getestet wurdest mit Symptomen und diese Symptome irgendwann weg sind, dann kannst du auch dann nach 2 Tagen ungefähr davon ausgehen, dass es erstmal gut ist. Alles klar. So ist die Regel. So ist die Regel. Auch aufgeploppt ist im Zusammenhang mit der wer sägt denn jetzt hier eigentlich Holz? Was ist denn hier eigentlich los? Wo, also was ist denn hier Phase jetzt, ja? Da hinten irgendwo. Ja. Ja, ich weiß auch wer. Okay. Ja, die siehst du, Polizei kommt schon. Das ist nicht die Polizei, das ist jetzt die Hilfe. Was jetzt aufgeploppt ist, ist die Diskussion, ob denn die armen Schüler nun wirklich ihr Abi machen sollen oder nicht. Ja, die hier aus Schleswig-Holstein haben sie erstmal ausgesetzt. Was haben sie gesagt, was das für ein Abi ist, so ein Not-Abi? Ja. Ja, hätte ich mir damals auch gefallen. Ich hätte echt Dufte gefunden. Da hätte ich damals mir gefallen. Ich hätte dazu was besser gehabt. Ja, also... Ehrlich gesagt, manchmal fehlen mir auch so ein bisschen die Worte, ja. Ja, weil sie überhaupt nicht absprechen, ne? Das ist wie mit den... Nee, aber auch so die grundsätzliche Frage. Ja. Also, natürlich sollen die ihr Abi machen. Man muss natürlich sehen, wie das dann funktioniert. Aber und ganz ehrlich, bei jeder Abi-Klausur sind mindestens 2 Meter links, rechts, hoch, unten Abstände. Ja. Ganz ehrlich, also das war ja schon früher so, dass du nicht daneben anders siehst, das alleine schon eine Abschreibemöglichkeit. Ja, und man kann es doch auch organisieren, dass dann halt kleinere... Gruppen, also nicht riesige Räume. Selbst bei der mündlichen Prüfung stehst du alleine dafür vor 3 Leuten, die denn auch auseinandergesetzt werden könnten. Genau, die könnten am anderen Ende des Raumes sitzen. Ja, und dann kann man sie noch dazu brüllen. Aber sie stehen ja auch jetzt unter einem psychischen Druck, der ja nicht auszuhalten ist. Das ist doch immer vom Abi. Ja. Ja, sowieso. Ich habe in der Prüfung.
Und es wird, also es gibt ja wirklich Leute, die sagen, ja, jetzt müssen wir aber auch mal grundsätzlich diskutieren, ob wir diese Abiturprüfung, oh, alles schlimm. Ja, natürlich, also damals war es schlimm für uns. Es war, also, ist immer schlimm für jemanden. Ich habe nie so viel gelernt wie fürs Abitur, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Echt? Also, ja. Doch, also wir haben uns ja damals in Gruppen dann wirklich zusammengesetzt. Echt? Und dann, ja, wir haben uns echt in Gruppen getroffen und dann Sachen uns abgefragt und irgendwie geguckt. Und das haben wir nie vorher gemacht. Und ich habe auch ein, zwei Dinge gemacht, bevor meine Geschichtsprüfung ein bisschen gelernt. Also ich war auch das Einzige. Und ich finde ja, also so eine Prüfung ist ja auch, also ich meine, gut, ist jetzt nicht die komplette Note, die man dann hat. Ja. Aber so eine Prüfung ist ja auch dafür gedacht, dass man als junger Mensch auf eine Sache hinarbeitet, hinstrebt, sich wirklich hinsetzen muss, sich damit beschäftigen muss, selbstständig damit beschäftigen und muss. Vor allem auch mal in eine gewisse Stresssituation kommen, ja, um da auch so zu lernen und so, ja, positiv daraus hervorzugehen und statt, ja, zu versagen, genau. Also das sind so Sachen, wo ich so denke, aber Leute, jetzt aber mal wirklich gut und... Jetzt auch Butter bei den Fische. Ja. Wir müssen noch mal rankommen. Wollen wir mal zu den Promi-Geburtstagen kommen? Nee, wollen wir schon? Wollen nee, wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, Mann. Nee, wir sind da wirklich noch nicht so wir weit. Wir sind ja noch lange nicht so weit. Es gibt ja so Alleingänge, wo ich so denke, sehr merkwürdig. Zum Beispiel ist ja jetzt der Landkreis Ostprignitz-Ruppin gesperrt. Ja, das ist ja gut, den Alleingang, ja. Ja. Für Touristen, wo ihr merkt. Ja, aber wer, alle, die da nicht arbeiten, sind ja, also wenn, ich könnte jetzt nicht einfach mal so nach Ruppin fahren, ne? Nee, da müsst du denn, da kannst du, da haben sie ja auch generell schon gesagt, dass die Berliner nicht raus zu ihrer Datscha fahren dürfen. Das ist ja jetzt erstmal nicht... Außer die, die schon da sind. Ja gut, die dürfen halt nicht mehr zurück. Die dürfen zurück, aber dann nicht wieder nach Marokko zurück. Aber es sind so, wo ich so... Oh, vor allen Dingen, wie sollen das kontrolliert werden? Also wenn ich dann auf dem Weg von Beetz nach Rüdnig die Kreisgrenze überfahre, steht dann ein kleines Mäuerchen, steht da die Polizei oder was passiert dann? Also meine eine Kollegin, die in die arbeitet, die wohnt in Liebenthal. Mhm. Und die wurde morgens schon mal angehalten und sagt, wo wollen Sie denn hin? In Liebenthal? Nach Berlin rein. Ach so. Und da wurde mal gefragt, na, wo wollen Sie denn sagen, da zu arbeiten? Naja gut, dann dürfen Sie mal weiterfahren. Sonst hätte und haben Sie das kontrolliert? Also haben Sie von ihr irgendwas sehen wollen? Nee, das erstmal nicht. Ich hätte nur gesagt, ich muss zur Arbeit und sie ist zur Pflege und dementsprechend. Ja. Das war morgens um 17:30 oder was? Dann hat ja der Papst... Das war lustig. Das sein Obi et Orbi Segen. Ja, das ist ja halt außergewöhnlich. Aber da hat die Situation. Der riesige Petersplatz da und dann in der Mitte, wumm, ja, Alina. Das war schon echt spooky. Ja. Wenn du vorher, wir sind da, wir sind die 80. Du kennst dich ja so ein bisschen aus. Was hat dieser Segen zu bedeuten? So wird der den Segen. So gut kann ich mich auch nicht. In der katholischen Kirche sowieso nicht. Also es ist der Segen für Land und Stadt und Erdball. Also den wird eigentlich nur bei sonderlichen Aktivitäten wie Ostern, Weihnachten vergeben und das halt so eine Sonderstatus. Also was der genau bedeutet, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Dazu wegen nicht so tief im Katholizismus verwurzelt. Ja, gar nicht. Aber das ist einfach so ein Segen, den man entspricht, damit man sozusagen einen Zuspruch hat, das wird halt wieder gut. So, jetzt Punkt Promi-Geburtstage der Woche und da gibt es einige Hochkaräter. Joa. Na komm. Ja, ein bisschen. Ja. Fangen wir am Montag an. Habe ich nur einen einzigen. Na? Asaf Avidan. Der ist 40 geworden. Israelischer Folksänger. Dann sind wir schon beim Dienstag. Ja. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Nena ist 60 geworden, ich brech zusammen. Ja. Kennst du noch Kelly LeBrock? Nein. Das ist so eine Schauspielerin in den 80ern, so mit Lisa, der helle Wahnsinn, so eine Pseudo-Filme erfolgreich, die ist auch 60 geworden. Und jetzt kommt der Hammer. Kennst du Mark Calloway? Nein. Ist der Undertaker vom Wrestling. Und er ist jetzt 55 geworden. Jetzt in der WWE ist er, glaube ich, seit Anfang, seit 91 in der WWE. Jetzt haben wir 2000, jetzt schon über fast 30 Jahre, ja, da unterwegs. Ich bin schon beim Mittwoch. Ja. Sarah Jessica Parker, Schauspielerin, ist 55 geworden. Markus Maria Profittlich ist 60 geworden. Der Sänger Wolf Mahn ist 65 geworden. Einfach schon beim Donnerstag. Ja. Keira Knightley, 35. I have the time of my life. Jennifer Grey ist 60 geworden am Donnerstag. Genau, yeah. Mein Baby bleibt bei mir. Ja, die sich ihre Karriere selber verhunzt hat. Ich habe eine Wassermelone. Nein, die habe ich neulich erst wieder in der Serie. Ja, aber hast du mal gesehen, wie die aussieht? Ja, man erkennt sie kaum wieder. Ja, aber sie hat ihre Karriere verhunzt.
Ich hätte danach eine schöne Karriere losstarten können als Hollywood-Star und dann hat sich ihr Gesicht veroperiert. Ja. Ja, jedenfalls Axel Prahl ist auch 60 geworden. Freitag. Nee, Donnerstag, neu. Alan Silvestri, großartiger Musikkomponist, 70 geworden, der ganz viele Soundtracks gemacht hat, bekannte Soundtracks. Freitag. Ja, Fergie, 45. Mariah Carey ist 50 geworden am Freitag. Krass, ne? Und Tony Banks von Genesis ist 70 geworden. Und die Schauspielerin Manon Strachey ist 60 geworden. Für mich als Lindenstraße-Fan natürlich Claudia Ranzo. Damals vom Auto überfahren worden auf der Lindenstraße. Der erste Aussehen der Lindenstraße. Ja. Samstag, Vince Vaughn, Schauspieler, 50 geworden. Ich habe Samstag keinen. Und Reba McEntire, eine Country-Sängerin, ganz, ganz berühmte Country-Sängerin, ist 65 geworden. Heute am Sonntag, bekannt aus der Serie Edel und Stark, der Schauspieler Christoph M. Ort, 60. Ja, da bin ich bei mir durch. Und auch heute Geburtstag, 70 Jahre alt geworden, der Schauspieler Robbie Coltrane. Hat unter anderem bei Harry Potter, der spielt immer so diese alten, diese etwas rumliegen und der hat auch in irgendeiner englischen Krimiserie irgendwie mal, naja. Und der Sänger Eric Clapton ist heute 75. Mensch. So, dann haben sie natürlich auch welche gestorben die Woche. Der Sänger der deutsch-amerikanischen Freundschaft ist am Montag verstorben, den Namen muss ich mir erstmal. Gabriel Delgado López. Und dann ist am Dienstag verstorben Albert Uderzo. Der Schöpfer von Asterix und Obelix. Wobei ich nicht hier, es gab ja René Grossini. Der war tatsächlich der Texter. Achso. Und der war dann der sozusagen die Figuren erschaffen hat. Okay. Und am Donnerstag. Beim Teutates, genau. Die Spinnen, die rüber. Und am Donnerstag ist Bill Rifflin, Schlagzeuger von Ministry, R.E.M. und King's Crimson mit 59 verstorben. Jetzt wird's aber windig. Ja, wir stehen. Ich bin sehr gespannt, wie der Tod ist, aber an sich stehen wir. Ja, Fels in der Brandung. Ziemlich windgeschützt. Naja, gucken wir mal. Hast du einen Tipp? Ja, habe ich. Ein CD-Tipp. Dieses kleine CD-chen. Von den Boomtown Rats. I don't like Mondays. Ja, wenn du eine andere Melodie dazu hättest, wäre noch besser. Citizens of Boomtown. Das ist das erste Album seit 36 Jahren. Mhm. Also die Band hat sich 75 gegründet, das ist natürlich der Sänger und Texter und Gitarrist Bob Geldof da drin dabei, beziehungsweise gegründet. Und die Band gibt es seit 1975, gibt bis glaube ich 84 und dann war eigentlich Solo-Karriere angesagt von Bob Geldof, wobei Solo-Karriere eher im humanitären Bereich ist mit Live Aid und ganzen anderen so Sachen, musikalisch waren nicht mehr ganz so erfolgreich. Und die Band gibt es seit 2013 wieder, in der Form fast wie damals, bloß mit Ausnahme des Keyboards, der ist nicht mehr dabei. Und haben jetzt sozusagen ein knall neues Album rausgehauen. Es ist jetzt es ist ein gutes Rockalbum, wenn man überlegt, dass die Boomtown-Fans aus dem irischen Punk kommen, dass sie auch bei den Ramones als Vorband gespielt haben, bei den Talking Heads als Vorband gespielt haben, bei den Sex Pistols als Vorband gespielt haben. Und haben wir jetzt hier so ein Album, was natürlich fast komplett punkfrei ist. Es ist ein solides Rockalbum geworden, weil das natürlich kein Überhit jetzt wie I Don't Like Mondays drin hat, aber es ist ein richtig schönes, gemütliches Album geworden. Auch der Titeltrack hier, Trash Glam Baby, erinnert ein bisschen so an Britpop-Geschichten, so was in den 90ern so ist, war wie Blur oder so. Richtig, ich finde es richtig gut, es ist überzeugt in der Art, wie sie das rüberbringen. So alles so ein bisschen einfach gehalten, normal, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Keyboard und das fetzt schon. Das hat wirklich eine gesunde Spielfreude und ist mit seinen 41 Minuten zwar ein bisschen kurz, aber 10 Tracks. Oh, es geht ja heutzutage schon. Ja, stimmt. Wir haben ja neulich Green Day Album gehabt, das war ja unter 30 Minuten. Das war ja. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, solides Album. Fetzt. Boomtown Rats mit Citizens of Boomtown. Da höre ich, glaube ich, sogar mal rein. Ja, unter normalen Umständen wäre natürlich heute tatsächlich die Lindenstraße das große Thema gewesen. Heute 18.50 Uhr die allerletzte Folge nach 34 Jahren und 4 Monaten. Ja. 1758 Folgen und dann wird der Stecker gezogen. Also der Fernsehstecker, offiziell ist er ja schon gezogen. Ja, der Fernsehstecker wird gezogen. Ich werde heute Abend sehr traurig sein, das kann ich tatsächlich an der Stelle mal sagen, weil es ist schon ein Lebensbegleiter. Ich meine, das fing an, als ich sieben war. Mhm. Und ungefähr so lange gucke ich es. Also ich glaube, wir sind seit 86 Anfang. Also wir haben relativ schnell auch immer zugeguckt.
Also das ist schon da was, wo ich sage, schade. Aber gut, die Quoten waren nicht mehr. Und ich habe neulich ein bisschen reingeschaut in die Beimers, also die, ja, die Rückblende. Und was ich sehr erschreckend fand, die Schauspielqualität am Anfang war ja ehrlich bescheiden. Ja. War ja wirklich sehr bescheiden und sehr hölzern, ja, wenn man es mal so... Aber, ja, also gerade so in den allerersten Folgen, aber... Ich habe das auch gesehen, aber man muss sagen, also die Geschichten, die sie erzählt haben, die waren schon mitunter echt toll. Ja, vor allem die waren auch innovativ und, ja, die haben auch immer neue Aspekte des täglichen Lebens mit eingebracht, ja, wie der erste Schwulenkuss und HIV. Ich glaube, das Problem, was die Lindenstraße heute hat, es gibt keine Tabus mehr und es gibt eigentlich kaum was, wo man noch Aufsehen erregt. Insofern diesen Vorwurf, dass die Lindenstraße nicht mehr relevant ist, den kann man ihr eigentlich nicht machen, weil sie haben auch immer noch aktuelle Themen angesprochen. Ja, ich fand immer cool, wie sie das immer einbinden. Die haben immer relativ weit vorproduziert und nicht aktuell haben, sondern immer, genau, zeitnah immer gleich reinproduziert. Das sind coole, ja, Sachen, die man zukünftig mal sich auf die Fahnen schreiben könnte. Ja, ja. Ja, dann war es das für diese Woche. Wir waren heute auch wieder sehr lang. Wir gehen fast auf die Stunde zu. Eieieiei. Wenn wir jetzt alle Einspieler noch... und wir haben auch noch einen Einspieler zum Schluss. Es gibt ja in Italien die schöne jetzt Tradition, das mit dem Klatschen, aber auch mit dem Musizieren, die, ja, eigentlich, was ich eigentlich noch schöner finde. Und es hat jetzt auch eine Familie in Oranienburg gemacht, die trifft sich jeden, also die sind zwei Leute, glaube ich, die sind jeden Tag um 19 Uhr auf ihrem Balkon und singen Der Mond ist aufgegangen. Ha, das ist ja wie bei uns zu Hause, bloß dass wir die Kinder ins Bett schicken. Ja, und das ist eigentlich meine Anregung, Leute, geht doch alle mal an die Fenster, gerade in diesem Wohngebiet, in der Mittelstraße, geht alle an die Fenster, singen mit und nicht auf die Straße stellen und sich das anhören, sondern am Fenster bleiben und selber musizieren. Gab's da nicht diesen Aufruf der von dem Elternpaar, dass ihre Kinder, ihr Kind, der Geburtstag hatten, und so, ja, die Geburtstag... genau, das, die haben ja dann zusätzlich noch... Happy Birthday. Genau. Ja, und das gucken wir uns jetzt kurz noch an und damit... Ja. Verabschieden wir uns für diese Woche. Solange wir noch hier draußen zusammenstehen dürfen. Ich sage mal Prost. Und was war das hier? Keine Woche schon. Bitteschön. Tschüss.